Herzlich willkommen bei PhysioTV. Mein Name ist Frank und heute geht es um das Thema Oberflächenbearbeitung. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, welche Schleifmaschine nehme ich für welche Anwendung? Im hinteren Bereich habe ich mal zwei Anwendungen vorbereitet. Einmal eine Arbeitsplatte, eine Tischplatte mit abgerundeter Kante, die ich schleifen möchte. Und zum anderen hier so ein Korpus in Form eines Fußballes mit verschiedenen Flächen, Ecken und Kanten, der ebenfalls geschliffen werden soll. Ich habe hier zwei Schleifmaschinen. Und zwar ist es der sogenannte ETS EC150. Einmal in der 5mm und einmal in der 3mm Hub-Variante. ETS steht für Exzenter Tellerschleifer und das EC steht sozusagen für einen kohlenbürstenlosen Motor für eine längere Lebenszeit. 150, hier meint man den Durchmesser des Tellers, sodass ich hier dementsprechende Schleifmittel mit 150mm Durchmesser einsetzen kann. Die Maschine hat hier im vorderen Bereich noch so eine kleine Drehzahlregulierung. Das heißt, wenn ich hier verschiedene Materialien habe, kann ich die Drehzahl individuell anpassen, um hervorragende Oberflächenqualitäten zu erreichen. Wie man sehr schön sehen kann, ist die Maschine sehr kompakt gebaut, sehr niedrige Bauform, auch in die Handform hineingebaut, sodass ich sie optimal führen kann. Ich kann sie optimal auch ein- und ausschalten, während dem Arbeiten wechseln zur anderen Hand, ohne dass die Maschine dann dementsprechend ausgeht. Und das ist natürlich ein Vorteil, um hier wirtschaftlich arbeiten zu können. Im vorderen Bereich gibt es dann hier eine Tellerbremse und die bewirkt, dass sich der Teller nicht aufdreht. Das heißt, dass ich hier keine Art Winkelschleifer habe, sondern dass ich hier ganz gezielt mit dosierter Drehbewegung an das Werkstück ran kann und auch wieder weg bei laufender Maschine. Wenn diese Tellerbremse nicht da wäre, dann würde natürlich der Teller sich aufdrehen und ich hätte hier eine Schleifriefe drin, die ich wieder dementsprechend rausschleifen müsste. Wichtig natürlich bei diesen Arbeiten mit Schleifmaschinen sind Absaugsysteme. Und wir haben hier eine Absaugerkennung montiert. Das heißt, wenn ich diese Absaugerkennung aktiviert habe und ich arbeite ohne einen Absaugschlauch, dann schaltet die Maschine ab bzw. sie läuft gar nicht. Und es gewährleistet mir natürlich, dass ich hier permanent auch eine optimale Absaugung habe, um das Arbeitsumfeld sauber zu halten. Vibrationen sind ebenfalls ein ganz wichtiges Thema bei solchen Schleifmaschinen. Und deswegen haben wir hier einen Vibrationsstopp eingebaut, der es uns tatsächlich ermöglicht, wenn ich zu hohe Vibrationen habe, er mit der Laufleistung etwas nach unten geht und sich dementsprechend den Gegebenheiten anpasst. Vibrationsstopp, dementsprechende Absaugerkennung. Die sind lauter Dinge, die es mir ermöglichen, wirklich wirtschaftlich zu arbeiten. Aber wir wissen natürlich auch, die Verbindung zwischen Absaugsystem und dementsprechenden Maschine sollte ebenfalls ausgebildet sein, dass ich hier keine Nacharbeiten habe. Und wir haben hier den Saugschlauch mal mit einem Stoff sozusagen ummantelt. Und wenn ich hier dann um Ecken, Kanten fahre, dass ich hier keine Abriebspuren habe und somit das Ganze zierisch. Auch haben wir hier dann gleich ein Kabel integriert in den Absaugschlauch, sodass ich hier wirklich wunderbar ohne große Stolperfallen das Ganze einsetzen kann. Schließe ich es mir hier an mit unserem Plug-It-System und wie ihr seht, habe ich hier wunderbare Möglichkeiten, die Maschinen zu führen, vielleicht über Kopf, vertikal oder auch dementsprechend horizontal. Und ich denke, das macht riesig Spaß, mit der dann auch zu arbeiten. So, das war eine kleine Übersicht über die Vorteile dieser Maschine, dieses ETS EC150 an verschiedenen Objekten möchte ich es natürlich auch zeigen. Ich freue mich dann, euch begrüßen zu dürfen bei den nächsten Filmen und hoffe, euch hat es jetzt ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein. Euer Frank.